Herzlich willkommen zum Fitwoch. Wir starten heute mit der Frühjahrs-Challenge. 3 Wochen lang bekommst du Tipps, wie du leichter laufen lernst. Los geht's mit der richtigen Ausrüstung. Nee. Im Prinzip kannst du alles an Klamotten anziehen. Aber Vorsicht, Baumwollklamotten saugen sich sehr schnell mit Schweiß voll. Wenn dann noch im Wind geht, du möchtest nicht mit einer Erkältung starten. Funktionskleidung transportiert den Schweiß weg von der Haut und es sieht doch sportlicher aus. Keine Gummistiefel, keine hochhackigen Schuhe, sondern richtige Laufschuhe. Und lass einmal eine Laufanalyse machen. Der Fachmann sagt dir genau, welche Schuhe dann zu deinen Füßen passen. Und das ist sehr wichtig, weil bei jedem Schritt lasse das Mehrfache deines Körpergewichts auf deinen Füßen. Deshalb achte auf das richtige Fahrwerk. Angezogen sind wir, jetzt können wir loslegen. Ganz wichtig ist hier Laufen vor allem die Atemtechnik. Wir haben dazu schon mal einen Fitwoch gedreht, Folge Nummer 3. Schau es dir unbedingt nochmal an. Ich renne jetzt zum nächsten Fitwoch und da geht es um das Thema Aufwärmen und ums Dehnen zum Lauftraining. Schreib mal in die Kommentare, ob du dich vor oder nach dem Lauftraining dehnst. Bis zum nächsten Fitwoch, wenn du magst.